So, es tut mir wirklich leid, Freunde, dass wir hier nicht weiterkommen und so. Ist auch schon wieder so viel, ne? Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Plays Cyberpunk 2077, Folge 50. Wir sind hier mit Panam unterwegs, ja? Und... Hey, Panam, bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hier gibt's ein bisschen viel wieder zu lesen, ey. Ist ja wieder Wahnsinn. Dieses Scheißland. Kraft und Feuer. Jetzt komm schon. Nomaden am Ground Zero. Es war kein Geheimnis, dass Nightcore mit großzügiger Bezahlung und zum Teil auch kostenloser Cyberware und Biomonitor-Upgrades all jene lockte, die sich an den Aufräumarbeiten in dem Krater voll radioaktivem Schutt beteiligten, wo einst das Arasaka-Hauptquartier gestanden hatte. Folgenberichte aus dieser Zeit erzählen vom ununterbrochenen Ticken der Geigerzähler, so laut wie das Zirpen der Grillen im Sommer. Im Rückblick lässt sich nur schwer sagen, wie viele Mitarbeiter dieser Krater-Crews bald darauf an Strahlenkrankheit verstarben. Sowohl der Stadtrat als auch Nightcore behaupteten, es habe nur wenige Todesfälle gegeben, ohne jedoch ernsthafte Statistiken zu veröffentlichen. Allerdings standen sie auch nie unter öffentlichem Druck genaue Zahlen vorzulegen. Denn die meisten der Teams, die nach Überlebenden suchten und den Schutt wegräumten, waren keine Bürger von Night City, sondern Nomaden. Wundert es dich, dass du das nicht wusstest? Das sollte es nicht. Viele Geschichtsbücher unterschlagen diese Tatsache. Die Stadt heuerte hunderte Nomadensöldner an, vor allem aus Clans der Aldecaldo-Nation. Diese Nomaden waren auf der Suche nach gut bezahlter Arbeit und die Stadt brauchte Experten, die nicht nur erfahren waren, sondern auch bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, nur damit Arasaka eines Tages ein neues Hochhaus an dieselbe Stelle bauen konnte. Aber die Geschichte hat durchaus einen Sinn für Ironie. Diese Nomaden, die mit Absicht außerhalb unseres sogenannten Systems leben, waren zur Stelle, um es zu retten. Es war nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal bleiben. Ne? Alles klar, Junge, wieder zwei Sachen hier, das ist ja hier unfassbar. Hey, Panna. Also sagen wir mal so. So. Amerika nach dem Krieg, die turbulenten Jahre von 2024 bis 2035. Um die Ordnung in der damaligen Regierung wiederherzustellen, verhängte Präsidentin Elizabeth Kress zum Ende des vierten Konzernkrieges das Kriegsrecht über sämtliche NUSA-Mitgliedstaaten und verstaatlichte im selben Atemzug den Industriegiganten Militech. Beschäftigt mit eigenen Problemen, schenken weder Japan noch die meisten Staaten Europas den Entwicklungen in Nordamerika große Beachtung. Schon in den 90er Jahren hatten Konzerne begonnen, den Bauern riesige Ackerflächen abzukaufen. Diejenigen unter ihnen, die keine andere Wahl hatten als zu verkaufen, fanden zueinander und organisierten sich in großen Gruppen oder Clans, um ihre Überlebenschancen zu steigern. Die Suche nach solider Arbeit führte dazu, dass die Menschen permanent in Bewegung waren und sich irgendwann auf Transportverträge spezialisierten. Bald wurde diese Art von Vertragsarbeit zur häufigsten Form des zwischenstaatlichen Transportwesens. So sorgte diese Zeit der Krisen indirekt für die allmähliche Entstehung einer neuen sozialen Klasse, die der Nomaden. Um die Bedrohung durch abtrünnige künstliche Intelligenzen im Cyberspace einzudämmen, schuf Netwatch zudem in den 2040er Jahren eine enorme Firewall, die sogenannte Black Wall, die den sicheren Teil des Netz abschirmte und ihn den Menschen zugänglich machte. Leider hatte diese Sicherheitsmaßnahme den Verlust immenser Wissensressourcen zur Folge. So, und dann haben wir hier noch... so. Corporate Wars, The Musical. Absolut phänomenal. Ziggy Q, ein geschichtstreues Kunstwerk. Karina Lee, eine Menge Explosionen. Gillian Jordan, N54 News. Akt 1. Der vierte Konzernkrieg steht unmittelbar bevor. Saburo Arasaka ist unzufrieden mit den Fortschritten seines Sohnes Kay, der Arasakas Streitkräfte befehligt. Er weist Kay an, den Feind zu besiegen, um sich als würdiger Nachfolger zu beweisen. Kay wünscht sich nichts sehnlicher als die Akzeptanz und den Stolz seines grausamen Vaters, also entwickelt er einen Plan. Er will die Schuld am Kriegsausbruch Militech zuschieben. Doch ihre Unterhaltung wird von Sarah mitgehört, Militech-Agentin und geliebte Adoptivtochter von General Donald Lundy. Der einzige Weg, den blutigen Konflikt zu beenden, so Sarah, ist Kays Ermordung.
General Landi spendet seiner Tochter Trost und spricht ihr gut zu. Kurz darauf trifft Andrew in Night City ein. Ein junger Idealist und großer Verehrer Saburos. Sein Traum ist es, die letzte lebende Seemöwe der Welt aufzuspüren. Also schleicht er sich als blinder Passagier auf ein Arasaka-Schiff. Er wird entdeckt, festgenommen und von Arasaka-Sicherheitsleuten verspottet. Unterdessen bereitet Sarah den Hinterhalt vor, aus dem sie Kai angreifen will. Wie der Zufall es will, ist er am selben Tag wegen einer Inspektion auf besagtem Schiff. Als ihr Ziel auftaucht, ist Sarah kurz davor, ihre Waffe abzufeuern, als ihr Blick plötzlich auf Andrews trifft. Zeit steht still. Funken fliegen und eine junge Liebe erwacht. Es dauert nur einen kurzen Moment, doch schließlich schüttelt Sarah ihre Verwirrung ab und feuert auf Kay. Und verfehlt. Andrew greift ein, indem er sich vor Kay wirft. Die Militech-Agenten müssen fliehen. Kai war der Funken in den Augen der jungen Liebenden nicht entgangen. Unter dem Deckmantel der Dankbarkeit für seinen Lebensretter beschließt Kay, Andrew als Köder einzusetzen, um Sarah in eine Falle zu locken. Er befiehlt seinen Wissenschaftlern, die Schusswunde des jungen Mannes zu heilen und lässt ihm bei der Gelegenheit ein synthetisches Herz implantieren, das eine Atombombe enthält. Er heißt den dankbaren Mann formell im Kreis der Arasaka-Streitkräfte willkommen und überzeugt ihn, dass Militech für die Zerstörung des marinen Ökosystems und damit auch der Möwenpopulation verantwortlich ist. Akt 2. Sarah kehrt nach fehlgeschlagener Mission zu General Landi zurück. Mit der Liebe eines Vaters ist er in der Lage, ihr zu vergeben, tröstet sie sogar und bietet ihr eine Chance auf Wiedergutmachung. Er überträgt Sarah die Leitung des Angriffs auf den Arasaka Tower, um den schrecklichen Krieg für ein für alle Mal zu beenden. Immer noch von der kurzen Begegnung auf dem Schiff bezaubert, ersinnen Sarah und Andrew gleichzeitig denselben Plan, den jeweils anderen im Cyberspace aufzuspüren. Zufällig finden sie einander in einem virtuellen Korallenschiff. Riff. Zunächst überwältigt von der ungezügelten Leidenschaft ihrer jungen Liebe, erkennen sie bald, dass sie nie zusammen sein dürfen. Fälschlicherweise beschuldigt Andrew Militech offen der Zerstörung des ursprünglichen Korallenriffs. Sarah erkennt, dass ihr Geliebter inzwischen zu Arasakas Sicherheitsleuten gehört. Die Konzerne bereiten sich auf die finale Schlacht vor. Andrew und Sarah betrauen ihre unerwiderte Liebe. General Landi sorgt sich um seine Soldaten. Saburo erinnert seinen Sohn daran, dass er nur noch eine Chance hat, sich seines Vaters Stolz und Respekt zu verdienen. Kai ist zu dem Schluss gekommen, dass ihm der Sieg nicht sicher ist, also beschließt er stattdessen den Arasaka Tower zu sprengen. Militech die Schuld in die Schuhe zu schieben und mit seinem Tod endlich die Liebe seines Vaters zu erringen. Sarahs Einheit betritt den Arasaka Tower. Die beiden Liebenden treffen mitten im Kampfgetümmel aufeinander. Doch keiner von ihnen bringt es übers Herz, dem anderen etwas anzutun. Kai versucht, die Bombe in Andrews Herz zu zünden, doch der Zünder versagt. Da hat Kai eine teuflische Idee. Er erschießt Sarah, woraufhin Andrews Herz bricht und die Bombe explodieren lässt. Kurz vor der Explosion wirft der junge Mann einen Blick in den Himmel und entdeckt eine Möwe, die über ihn hinwegfliegt. Die Atombombe explodiert und zerstört den Tower, den jungen Mann und dessen Träume. Andrew Wehklage. Ich träumte von einem endlosen Meer. Arasaka war im Ruder. Heute in meinen Träumen ist er nur Nebel und leer. Und ich bin nicht länger sein Bruder. Meine Augen wollten nie wieder sehen. Vernebelt von einem Schleier aus grauer Gischt. Nein, jetzt sehe ich nur noch den Abgrund aufgehen. Mein Krobenherz grollt in lichtloser Pein. Arasaka Korb hat meine Seele gekauft, getauscht in Blut und Trauerfloren. Die Kraft in mir ist auf ewig verbraucht. Eine Konzernmatte ward geboren. Das war echt ziemlich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass. Voll stark. Kümmere dich um deinen Kram. Hoffe, euch stört es nicht, wenn ich einfach mal euer Geld nehme, ne? Ach, warum gehe ich hier hin? Deswegen. Cool. Eieiei, das ist ja hier schlimm. Also wir bleiben hier eine Weile. Proteinfarm, ein Bericht. Proteinfarmen sind im Moment die Hauptquelle für die meisten Fleisch- und Fleischersatzprodukte in Night City. Biotechnica ist in diesem Bereich der klare Branchenführer, denn die Hälfte des alternativen Proteinbedarfs kommt aus ihren Produktionsstätten. Die derzeit beliebteste, wenn auch kostspielige Herstellungsform basiert auf proteinhaltigen Grillen, von denen das hochwertigste Protein stammt. Regenwürmer sind die günstigere Alternative, weil sie pro Quadratmeter mehr produzieren. Allerdings stellen sie die größten Marketing-Herausforderungen dar.
Während Grillen inzwischen akzeptiert sind, scheuen sich die meisten Konsumenten davor, Würmer zu essen. Gut, ne? Oh, hi, ne? Wie geht's denn euch so? Ich behalte dich im Auge. Hilfe! Ist was? Hab doch gar nichts gemacht. Ist alles scheiße. Ja. Mir irgendwie ein bisschen leid für dich, aber ich fürchte, ich kann dir nicht helfen. Chrome Night Love. Chromans Maske schimmerte im Licht der untergehenden Sonne. Er war wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung in der Finsternis dieser verderbten Stadt. Lucilles Herz schlug schneller, ihre Beine zitterten und heißes Blut durchfloss ihre Adern. Noch nie war sie so aufgebracht gewesen. Er sah sie an, eine starke männliche Gestalt turmhoch über der blutigen Leiche des Konzerners, der noch vor wenigen Augenblicken versucht hatte, Lucilles Zugend, wie auch immer, zu rauben. Was ist los mit dir? Dachte sie verzweifelt. Wieso er? Wieso ich? Hunderte von Fragen bahnten ihr auf der Seele, doch als sie die Lippen schließlich öffnete, stellte sich nur eine. Wer bist du wirklich? Romans Metallhände umschlossen Lucilles warme Finger. Die Berührung ließ sie zusammenzucken. Du weißt, dass ich dir das nicht verraten kann. Sie werden dich finden, dir mein Geheimnis auf brutale Weise entreißen und dich dann töten. Ich, nichts davon kümmert mich. Ich liebe dich. Sie konnte sein Gesicht nicht spüren, sein wahres Gesicht unter all dem Chrom, doch plötzlich erschien ihr seine tiefe Stimme entrückt. Was du liebst, ist nur ein Traum. Du weißt nicht, wer sich unter dieser Maske verbirgt. Es ist mir egal, wie du aussiehst, was, wenn ich entstellt bin. Ich kann mir eine Operation leisten. Und wenn ich ein Android bin, das ist mir egal. Was, wenn... Abrupt ließ er Lucille los und riss sich die Maske vom Gesicht. Vor ihr stand Damita de la Veli. Ich eine Frau bin. Lucille stand wie vom Donner gerührt. Ein Sturm aus Emotionen wütete in ihrem Inneren. Und dann ganz plötzlich legte sich der Sturm. Mit einem warmen Lächeln berührte sie das Gesicht ihrer Retterin. Die Wolken verzogen sich von ihrer Seele und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie Klarheit. Mit einem Grinsen auf den Lippen flüsterte Lucille: Wie oft muss dir eine Frau ihre Liebe gestehen, bevor du ihr glaubst? Ich vermisse meine Schwester. Habe ich dich nicht letztens in der Stadt getroffen? Zumindest so ähnlich. Alles klar. So, es tut mir wirklich leid, Freunde, dass wir hier nicht weiterkommen und so. Ist auch schon wieder so viel, ne? Dubai, Sand und Tod. Ich höre ein besorgniserregendes Klicken. Mein Geigerzähler. Möge er in Frieden ruhen. Stand auf einer gläsernen Oberfläche, Teile davon glatt wie Eis, andere rissig und schartig. Der Boden unter mir war früher einmal Sand, der geschmolzen war, nachdem über eine Thermoatombombe detoniert, eine von fünf, die auf Dubai fielen. Ich erinnerte mich an alte Fotos aus dem 20. Jahrhundert. Wolkenkratzer ragten wie Kristallobelisken in den Himmel hinauf, Sportwagen und Palmen, wohin das Auge blickte. Heute ist davon nichts übrig. Nichts als ein surreales, gefrorenes Meer, überzogen vom verstrahlten Staub der arabischen Halbinsel, das in der Wüstensonne glitzert. Unweit dieses Ortes, in den ehemaligen Vororten der Stadt, geht das Leben weiter. Roh, brutal, erbarmungslos, aber dennoch Leben. Nur wenige trauten sich ohne Schutzanzug nach draußen. Jedes neue Gebäude wird aus Betonwänden errichtet, die mindestens 4 Meter dick sind. Fenster sind nicht erlaubt, die Häuser bieten Raum zum Überlegen, nur wozu? Im Gegensatz zum sicheren Konzernhafen in Neu-Dubai, das sich tiefer im arabischen Golf befindet, liegt die durchschnittliche Lebenserwartung in Alt-Dubai bei mageren 30 Years, 30 Jahren. Das ist natürlich nicht so stark, da würde ich mir echt zweimal belegen, ob ich da leben will, ne? Muss man aber mal sagen. Hi! Digga, liegt da direkt eine Knarre oder was? Tick's ja nicht richtig. Aber ich läuf da auch schon wieder hier. Meine Jüde. Wäre jetzt viel lieber da draußen unterwegs. Ja. No Life 3, Rezension. Nach 50 langen Jahren hat das Warten endlich ein Ende. Der dritte und letzte Teil der No Life-Reihe wird ab morgen endlich im Handel sein. Wie schon berichtet, sollten Spieler keine großen Veränderungen beim Protagonisten erwarten.
Ich bin nach wie vor den taffen, wortkargen Wissenschaftler Baron Freimensch. Als Baron brechen wir zum nördlichen Polarkreis auf, um... Ach was, warum soll ich euch mehr verraten? Wenn ihr es in weniger als 24 Stunden endlich selbst spielen könnt. Grundidee? Mit Alice an Barons Seite. Unserem treuesten Brecheisen in der Hand. Ja, da werden diese fiesen Aliens ihr blaues Wunder schon erleben. Das ist eine reine Lesefolge. Ich sehe es, ich merke das ja gerade selber. Aber Leute, ich sag's euch, wie das ist. Ich kann da echt nichts gegen machen. Ja, hier sind einfach so viele Sachen, die ich einfach nicht überspringen möchte. Dafür ist mir das Game zu schade. Ja. Deswegen glotzen wir uns. Muss es sein jetzt. Meine Jüde hier. Der erste Nomadenkodex. Schütze und respektiere deinen Clan, insbesondere deine Familie. Zweitens, du zählst nur so viel wie dein Wort. Drittens, teile mit deinen Clanschwestern und Brüdern. Viertens, respektiere die Privatsphäre und das Wohl deines Clans. Fünftens, bringe deinen Clan niemals in Gefahr. Sechstens, nimm immer ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Neuer Nomadenkodex. Erstens, beschütze deine Familie und deinen Clan in dieser Reihenfolge. Zweitens, bestiehl niemanden in deinem Clan. Drittens, behalte nichts für dich, was anderen in deinem Clan helfen könnte. Es ist schwer, sich eine weniger wanderlustige Gruppe vorzustellen als Bauern. Aber genau sie waren es, die das Zeitalter der Nomaden einläuteten. Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Bioplagen, bewaffnete Konflikte und die Verhängung des Kriegsrechts, das es Konzernen ermöglichte, zu spekulieren und Land zu privatisieren. All diese Faktoren zwangen diese Menschen zu einem Land, zu einem Leben auf der Straße. Die ersten nomadischen Clans waren die Aldegaldus und die Jodis, gefolgt von der Snake Nation, Taylor's Nation, Folk Nation, Blood Nation und Metacorp, also insgesamt 7 Nations. Die nomadischen Nations sind in Stämme aufgeteilt, die sich noch weiter in Clans und Familien aufspalten. Eine Familie besteht meist aus 10 bis 100 Leuten, während die größten Nations bis zu 1 Million Mitglieder haben. Anfangs wurden die Nomaden als Anarchisten, Umstürzler betrachtet. Dahinter standen natürlich vor allem Konzerne, die bald merkten, dass sie diese Leute nicht mehr unter Kontrolle hatten. Die große Ironie dahinter ist, dass wir den Wiederaufbau unserer Städte nach den Kriegen und Katastrophen des 21. Jahrhunderts allein den Nomaden zu verdanken haben, denn die Familien treffen sich nicht, um Dinge zu zerstören, sondern um sie aufzubauen. So, ich glaube langsam. Waffenverkäufer ist Erfolge. Was hast du denn so im Angebot? Zieh dich in aller Ruhe um. Was haben wir denn? Wir haben schon 223. Also. Scharfschützengewehr ist natürlich schon schön. Wir können natürlich auch was verkaufen, ne? So, verkaufen. Gar nicht so schlecht, erstmal. Ja, wir haben ja schon gute Sachen, so ist halt nicht, ne? Ist ja wirklich wieder Wahnsinn. Was haben wir hier? Gibt es hier noch geile Messer irgendwie? So was? Gar nicht, ne? Gut. Digga, haben wir ein richtig geiles Messer. Ha. Wie sieht's denn aus? Klamotten? Nicht, ne? Schade eigentlich. Na gut. Die koptische Bibel. Das Henoch-Buch. Als die Engel die Himmelssöhne sie erblickten, gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen zueinander. Wir wollen uns Weiber aus den Menschenkindern wählen und uns Kinder erzeugen. Als anderen bei ihnen nahmen sich die Weiber und jeder von ihnen wählte sich eines aus. Dann begannen sie zu ihnen zu gehen und sich an ihnen zu verunreinigen.
und sie lehrten sie Zaubermittel. Beschwörungen und Wurzelschneiden und machten sie mit Pflanzen bekannt. Sie wurden nun schwanger und gebaren Riesen, die 3000 Ellen groß waren. Diese verzehrten alle Vorräte der anderen Menschen. Als aber die Leute ihnen nichts mehr geben konnten, wandten sich die Riesen gegen diese und fraßen sie auf. Sie begannen, sich an den Vögeln, wilden Tieren, Kriechtieren und Fischen zu vergreifen, das Fleisch voneinander aufzufressen und das Blut zu trinken. Da klagte die Erde wieder die Unholde. What the fuck? So. Ja. Ist hier sogar... Das ist ja hier wirklich nicht schlecht. Nehmen wir uns hier nochmal kurz die Zeit. Ja, das verschieben wir auf nächste Folge. Dann nehmen wir uns diese Folge nochmal hier, um alles fertig zu machen. Als direktes Ergebnis des anhaltenden bewaffneten Konflikts auf US-Boden zwischen den frühen 1990er und frühen 2000er entwickelte sich Lateinamerika, bestehend aus Süd- und Zentralamerika, zu einer starken Föderation unabhängiger Nationen, die durch die wechselseitige Hilfe von Kooperationen eng miteinander verbunden sind. Mit Ausnahme Panamas, wo es seine Position trotz des heftigen Drucks der Guerillas behaupten konnte, wurde das US-Militär aus sämtlichen lateinamerikanischen Gebieten vertrieben. Viele Forscher und Zeithistoriker vertreten die Meinung, dass die lateinamerikanischen Kriege der eigentliche Grund für den Kollaps der USA waren. Hatten sie jedoch den Aufbruch des allmächtigen Quartetts aus CIA, FBI, DEA und NSA sowie die Dezimierung der US-Armee zur Folge. Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass kein noch so gewaltiger externer Konflikt den Koloss des amerikanischen Imperialismus hätte zu Fall bringen können, wäre er nicht schon auf einem brüchigen Lehmfundament erbaut gewesen. So, sag ich doch mal hier. Kannst du mir von dem Chrom was empfehlen? Naja, Cyberimplantate sind wie Schuhe. Jeder braucht was anderes. Ein Netrunner hat nicht dieselben Bedürfnisse wie ein Solo. Aber wenn du viel Zeit in den Badlands verbringst, lohnen sich Tarnimplantate. Holoscan, aktive Camouflage, da gibt's so einiges. Im Vergleich zur Stadt sieht es hier vielleicht leer aus. Aber weniger Leute machen einen nicht gleich sicherer. Meine Empfehlung? Beweg dich leise. Erwecke nicht zu viel Aufmerksamkeit. Oder es wird schnell ungemütlich. Ich will mich chippen lassen. Gleich auf den Punkt. So mag ich's. So, wir können ja mal glotzen. Betriebssystem, Chip. Ist installiert. Der Ripper hat auch gar nichts anzubieten. Wobei doch, der hier. Achso, das ist ja möglicher Ersatz. Boah, Alter, 15.000. Das ist schon wieder alles weg, ey. Erlaubt es dir beim Scannen Quick Hacks auszuführen. Erhöht die Regeneration der Speicherkapazität um 3 Punkte. Wir haben 4 Slots dann schon mal. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ansonsten im Skelett gibt's da was. Kapazität. Gesundheit um 30% ist natürlich schon noch nicht schlecht, ne? Ja, das ist alles dasselbe. Hände haben wir ja. Könnte man natürlich direkt... Ja, verbindet. Und dann können wir hier noch Benutzung von Smart-Zielerfassung. Das haben wir ja auch schon. Arme. Nix. Nix. Okay, was gibt's hier? Oh, alles nicht, Mann. 12 Konstitution, mein Gott. Auch alles nicht. 35.000, Junge, es gibt aber auch Sachen. Breach-Dauer um 100%, na gut. Nervensystem. Das Zielen und Schießen beim Ausweichen verlangsamt die Zeit beim Blocken. Das ist halt irgendwie alles noch nicht so, was ich mir so vorstelle. Muss ich auch ganz klar mal sagen, ne? Polarsystem gibt es natürlich schon mal besseres. Verbessert deine Sicht und neue Slots. Das ist doch schon mal schön. Kiroshi, Optik Mark 2, perfekt. Können wir mal nehmen. Und ganz ehrlich, ich hole mir auch das geilere Betriebssystem hier. Schon denn schon, jetzt können wir uns hier mal richtig was. So, Cyberware, richtig. Ne? Das ist halt jetzt teuer gewesen. Der ist nicht gemacht, ne? Doch, hat er.
Ne? Ach, das war bei mir jetzt schon, oder was? Hatte ich das schon im Besitz? Wird die ganze Zeit nicht ausgerüstet? Alles klar, cool. Ja, voll geil. Rack. 10 Intelligenz, Alter. Oh. Na gut, Freunde, die Folge geht schon wieder 25 Minuten. Auch jetzt wird es abgezogen. Ah, verstehe. Gut. Cool. Na, lieber so, als wir zahlen nicht. Ist ja auch dämlich. Jetzt sind wir aber wieder fast pleite. Und ich würde sagen, wir machen nächste Folge hier weiter. Dann müssen wir noch die letzten beiden Häuser da abklappern und dann können wir endlich weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.